Einen alten Baum verpflanzt man nicht, lautet eine bekannte Redensart. Was nicht heißt, dass man es nicht kann, sondern dass man es nicht sollte. Aus verschiedenen Gründen. Etwa, weil der Ort, wo der Baum entwurzelt wird, danach eben nicht mehr derselbe ist. Weil alle, die ihn kannten, ihn vermissen werden. Und nicht zuletzt, weil es für den Baum selbst auch ungesunden Stress bedeutet. Das alles gilt aber natürlich nicht, wenn man so viel Geld hat, dass man sich erlauben kann, was auch immer einem passt. So wie es Georgiens reichster Mann seit Jahren in seiner Heimat tut. Er rupft uralte Bäume überall im Land aus dem Boden und verfrachtet sie in seinen privaten Garten. Das klingt wie die Handlung eines surrealen Kinderfilms mit Öko-Botschaft. Der auf vielen Festivals gefeierte Film Die Zähmung der Bäume ist allerdings eine Dokumentation. Ein Baum fährt übers Meer. Ein Bild wie aus einem Traum. Für die Menschen in Georgien ist dieses Bild Realität. Ein reicher und mächtiger Mann ließ in den letzten Jahren über 200 uralte Baumriesen ausgraben und hunderte Kilometer über Land und Wasser transportieren, um sie in seinem privaten Park zu verpflanzen. Als ich dieses Bild eines schwimmenden Baums zum ersten Mal sah, war es wie ein Fehler in der Wirklichkeit. Ein Bild, das es nicht geben dürfte. Aber es hatte auch etwas Verführerisches, etwas sehr Schönes, Poetisches. Salome Chashis Film erzählt die Geschichte von der Verpflanzung der Bäume, wie einen archaischen Mythos von Entwurzelung, Migration, Entfremdung. In überwältigenden Bildern, ohne Kommentar, mit der vollen Wucht einer absurden Realität. Der Mann, der die Bäume abtransportieren lässt, heißt Bezina Ivanishvili. Vor 9 Jahren kurzzeitig Premierminister, Oligarch, Milliardär. Er ist der mächtigste Mann Georgiens, der Schattenherrscher des Landes, der manchmal auftaucht, dann wieder verschwindet. Aber jeder in Georgien weiß, dass er derjenige ist, den die Regierung bei wichtigen Entscheidungen zu fragen hat. Es ist eine surreale Welt, wenn ein Mann, der alle Macht in Händen hat, formal gar kein Amt hat. Also auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Salome Chashi lebt mit ihrer Tochter in Tiflis. Sie hat in den letzten 20 Jahren mehrfach Umstürze, Machtkämpfe politischer Gegner, die Umwertung politischer und kultureller Werte erlebt. Die Menschen in Georgien sind tief frustriert. Dieses Bild eines Baumes, der entwurzelt und abtransportiert wird, spiegelt auch die Erfahrungen dieses Landes und seiner Bürger wider. Entwurzelt zu werden, wegen der Interessen eines bestimmten Oligarchen, unterschiedlicher politischer Führer oder der Kirche, die hier sehr mächtig ist, oder früher der kommunistischen Partei. Mir scheint, das ganze Land ist auf der Suche nach Wurzeln, um Halt zu finden. Für den Transport der Bäume wurden eigens Straßen gebaut, Bäume gefällt, Gesetze angepasst. Die betroffenen Menschen reagieren ganz unterschiedlich. Manche sind verzweifelt, trauern um ihre Bäume, die sie ihr Leben lang gepflegt haben. Andere versuchen, den Preis dafür hochzuschrauben. Viele nehmen es einfach resigniert hin. Sie fällen deinen Baum, versprechen dir Geld, verzögern die Zahlung und verschwinden. Tschüss. Du musst darauf bestehen, dass sie sofort bar zahlen. Sonst rede ich mit ihnen. Ganz im Gegenteil. Der Mann baut gute Straßen für uns. Im Gegenzug will er die Bäume aus dem Wald. Egal, was er für ein Arschloch ist, er tut etwas Gutes für uns. Wie ein Menetekel ziehen die Bäume am Horizont übers Meer, während das Leben an Land weitergeht wie immer. Salome Chashis Film erzählt ein düsteres, universell gültiges Märchen von der Hybris eines reichen und mächtigen Mannes. Als ich zum ersten Mal vom Strand aus einen der Bäume auf dem Meer schwimmen sah,
fühlte ich körperlich, wie sich die Achsen der Welt verschoben. Das ist für mich auch das Entscheidende am Film. Von Anfang an ist etwas verschoben, etwas läuft verkehrt. Die Welt ist nicht mehr stabil, sie steht auf dem Kopf. Es kann einem leicht schwindlig werden in die Zähmung der Bäume. Perspektiven sind verdreht, die Schwerkraft aufgehoben, Traum und Wirklichkeit nicht mehr klar voneinander zu trennen. Die Welt ist aus den Fugen geraten, nicht nur in Georgien. Das war das Kinoressort bei Tagesschau24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.